Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Railroad. Heute machen wir etwas Besonderes, denn wir sind auf der Karte Gretna Junction, Scotland, in den Jahren 1910 rum. Das ist insofern eine wichtige Stelle, denn hier hat der schwerste Eisenbahnunfall in Großbritannien stattgefunden, mit über 230 Toten und 246 verletzten Personen und 5 Züge, die zerstört worden sind. Der Unfall selber war in Quentin's Hill und wir werden jetzt erstmal hier Fahrdienstleiter spielen und werden den Verkehr so haben, bis vor dem Unfall ungefähr passiert ist, und wir schauen, dass wir natürlich keinen Unfall hier bauen. Okay, das ist das Ganze hier. Wir haben hier Quentin's Hill. Hier ist der Unfall passiert. Und da will einer aus dem Depot raus. Und ich würde sagen, du kannst mal hier raus. Und dann haben wir noch einen zweiten Zug. Den hier. Der will nach Gretna 1 hier lang. Und ich muss sagen, das Ganze hier ist wirklich schön aufgebaut. Inklusive Beschriftungen. Avoid Expresses Getting Stuck Behind Local, also in mehreren Sprachen. Dann, please check if Express to pass. Local freight needs shunted, may they rest in peace. Entschuldigung, muss mich gerade mal räuspern. Avoid Express Getting Stuck Behind Locals, ja, das kriegen wir hin. So, du musst noch Click Patrick Silhattering, das ist dann hier da oben. Aber bleibst erstmal hier stehen, das ist okay. Da kommt der nächste Zug. Der muss noch da unten. Ich würde dir sagen, wir fahren da erstmal so. Bleibst du da stehen? Ja, aber nur kurz. Und warum sind die auf Fahrt gegangen? Braucht es eigentlich nicht. Dankeschön. Du fährst einmal so nach unten. Nach da. Ja, das passt. Du bleibst ja noch 5 Minuten stehen. Einmal da. Da. So. Passt. Mal schauen, was hier noch so alles passieren wird und das, ob ich das auch soweit richtig mache. Dass alle pünktlich sind. Also alle stehen jetzt. Er fährt dann gleich mal ab. Dann einmal weiter. Zug 112 kommt rein, bleibt noch mal kurz stehen und muss nach Gretna 2. Ja, bis hierhin erstmal. Warum auch immer hier das automatische Signal ist. Und dann kann er oben einfahren. Er bleibt noch 3 Minuten hier stehen. Sehr gut. Ja, vielleicht noch ein bisschen vorspulen. Geht sich hier wunderbar aus. Okay, dann kannst du eigentlich schon mal düsen. Hier rein, fertig. Du bist ja der Zug hier. Ja, perfekt. Wird von nichts aufgehalten. Und du fährst auf Gleis 2. Dann hätten wir mal alles eingestellt. Sind Züge noch. Bin mal gespannt, wie das dann hier noch sein wird, weil wir müssen ja dann gegebenenfalls einmal ausweichen und ran schieben. Spannend, spannend. Na, da kommen schon die nächsten. Oh, einer aus dem Depot. Der bleibt aber bis 54 da noch stehen. Und fährt dann nach da oben. Okay.
Dann erstmal viel Spaß. Ah. Gut, brauche ich den? Nö. So, bisschen weiter nach vorne. Ja, der ist jetzt erstmal für uns erledigt. Die beide so ewig lang. So, einmal geradeaus. Weichen werden gelegt. Und los geht's. Ja, intelligente Sortierung, nicht schlecht. So, Durchfahrt, der will nach Gretner Uhr 1. Ach, das ist da oben. Okay. Wenn du in Gretner Uhr 1 bist, bist du nach Hedgehunt. Und da fährst du dann ins Depot, oder wie? Ja, gut. Dann viel Spaß im Depot da oben. Please check the sensors are probably set. If no train in Coachyard means a train hasn't arrived. Ja, ich glaube, ich möchte aber nicht mit Sensoren arbeiten. Fürs Erste. Gut, vorspulen. Ja, easy going. Und die nächsten. Eisendepot. Du bleibst hier auch kurz stehen und bist dann noch weg. Das ist da unten. Kriegen wir hin. Kommt da jetzt dann gleich ein Zug. 227. 113 late. Ist der nächste 20, 22 Minuten. Ja, gut. Alla. Hier der nächste. Ja, wie Goods Pass. Und bin dann auf Uhr beliebig. Warte mal, du bist Goods Pass 1. Du bist schon eingestellt. Okay, das ist eine einzelne Lok. Die will dann nach da oben. Ah, ich verstehe, was sie hier machen wollen. Der Zug fährt da quasi in den Hedgehunt hier rein und dann kommt von hinten die Lok und zieht das wieder raus, damit er mit der Lok wieder raus kann. Vermute ich jetzt mal. Alles klar. Cool. Ja, ein Moment. Da kommt der nächste jetzt dann wieder raus. Geht nach Bird 2. Jetzt machen wir dich erstmal. Gretner Gleis 1. So. Gretner Gleis belegt. Stimmt gar nicht. Gretner Bird 2, so. Du machst es schon, ne? Und bei dir geht's dann nach da lang. Okay. Alter, okay.
Ist aus dem Depot mal raus. Was bist jetzt du für einer? Du bist zu spät und er muss nach Kirkpatrick Sill. Ich glaube, das ist einer der Unfallzüge. Ja. Kann ich auf kein anderes Gleis schicken. Ihr habt zwei das gleiche Ziel, gell? Ja. Und er versperrt mir hier halt den Weg. Ja gut, geht nicht anders. Ausweichen geht nicht. Was, der Late soll hier zuerst rein? Und wo soll der bitte überholen? Geht ja gar nicht. So, Entschuldigung. Da oben geht's weiter. MB Goods Pass 2. Komm, fährst du mal bis hier hin. Ja, nee, ich wüsste jetzt einfach nicht. Also, ich mache mit dem halt ein Manöver. Ah, nee, ich mach's richtig. Der muss halt dem einfach hinterherfahren. Ja, sehe keinen anderen Weg. Komm mal, Jungen, fahr mal weiter hier. Ja, ich weiß. Wenn denn? Und der nächste. Du musst nach Gretna 2. Ich glaube, so hat es dann kracht, wo dann der auf dem Gegengleis irgendwie gefahren ist. Mal hier rein, Gretna 2. Du fährst nach da unten. Du hast leider kurz warten müssen, der Express fährt erstmal vorbei. Du fährst da einfach durch. Okay, wurde gesetzt. Und der kann dann hier mal so fahren. Ist der schlau? Ja, muss er ja. Und los geht's. Wieso fährst du nicht? Hä? Ach, der bleibt hier noch stehen. Okay, sorry. Okay. Sorry für die Verspätung. Das wollte ich jetzt nicht. So, kannst du jetzt da vorne auch mal losfahren? Von wo? Ach, von da unten. To from Rick. Da kommt jetzt auch noch einer. Bleibst du hier stehen? Ja, bis 7:50 Uhr. Okay. Du hast Dufort, Gretna Green. Wo ist denn das? Ach da, das ist der 2. Okay, und nach der 2 Gretna Gleis 2. Also hier oben rauf. Perfekt. Warum kann ich bei dir denn jetzt sagen, anhalten und wenden? Wenden bitte. Der fährt jetzt knallhart da rein. Ja, dann einmal so und
Das war ja beliebig, oder? Ja. Kommen wir hier gerade. Und der ist auch eingestellt. Sehr gut. Vier Minuten. Erst der nächste, der fährt. Dann fährt er hier. Ja, ein bisschen vorspulen. Wo fährst du hin? Du fährst geradeaus. Also, ja, das passt. Gut, gut. Okay, 508. Der muss nach Floriston. Durchfahrt. Durchfahrt. Durchfahrt, Durchfahrt. Hätte ich jetzt mal gesagt. Stellst du dich ein oder nicht? Oder muss ich? Oh ja. Nee, hat sich nicht eingestellt. Okay. Wir machen es halt selber. Noch einer. Der fährt auch nach Floriston. Wird aber da erstmal noch stehen bleiben. Okay. Wer soll eigentlich da als erstes hier rein? Ja, da unten. Okay. Ah, shit. Kann ich ja noch gar nicht machen. Er ist ja besetzt hier. Ah, shit. Es gibt Punkte. Und das auch einmal so weiterfahren. Das nehmen wir wieder zurück da oben. Und der Kollege fährt noch da oben. Ach nö, jetzt kommt der nächste. Redner Bird 2 und fährt dann nach Longton. Kriegst du? Ja, sorry. Er kommt zuerst. Und Schuss. Na, das vielleicht nicht. Solange der hier noch drin steht. Für 6 Minuten. Wen hat er als erstes hier drin? Was ihn hier? To from Longton. Nee, also du fährst mal als erstes. 4 Minuten. Bisschen schräg. Ja, ich weiß, du kannst nicht weiterfahren. Aber du kannst weiterfahren. Ah, in diese SBL da mal rein. Komm jetzt, fahr ab. Ich brauche das Gleis. Dankeschön. Ah, fuck. Der muss ja nach Wick hier runter. Habe ich auch übersehen. So, bitteschön. Weg mit dir. 4 Minuten noch, 2 Minuten noch. Ja, dann gebe ich dir schon mal die Ausfahrt.
kommt da demnächst was? Auf der 2 nicht, okay. Da kannst du eigentlich so fahren. Du Floristen 2. Alles klar. Ja, der findet es halt nach wie vor doof. Kannst nicht ändern. Boom, schneller. Perfekt. Bleibst du stehen, fährst du? Alter, jetzt bleibt der noch. 5 Minuten. Ja, geht nicht, mein Freund. Machen wir hier mal kurz weiter. Oh, endlich. Er ist weg. Und du fährst doch noch Rick rein. Bitteschön. Ein Problem weniger. Und für dich geht's auch weiter. Viel Spaß. Ach so, 1 Minute er hier. Einmal die Weichen für da oben. Nice. Weiter fort bei dir. Na dann. Mehr Geschwindigkeit. Vergessen. Also volle Punktzahl wird es halt leider nicht. Ach, du fährst auch noch da oben. Okay, einmal dann so und so. Perfekt. Das waren dann die letzten 2 Züge. Ja, es ist jetzt nicht extrem herausfordernd, aber ich muss sagen, es ist wirklich schön gestaltet, auch die Notizen da, ganz cool. Und natürlich der historische Aspekt her, dass man hier quasi die Unfallszene hat und theoretisch einen Fahrplan hat, wie der Unfall dann passiert ist. Klar, bei uns passiert es jetzt natürlich nicht, aber ich finde es doch interessant. Also wer sich da mal ein bisschen mehr auseinandersetzen will mit dem Unfall, der hier passiert ist, geht am besten mal auf Wikipedia, sucht nach Eisbahnunfall von Quindens Hill oder auf YouTube, da gibt es ein paar Videos dazu. Schon spektakulär, was man da teilweise an Bildern sieht von diesem Unfall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo und dann wünsche ich euch weiterhin eine gute Fahrt. Bis dahin, ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.